So, hier zeige ich euch, wie ich an meinem D15 die Spur und die Lenkradposition eingestellt habe. Grundvoraussetzung ist natürlich, dass Lenkung und Kugelköpfe weitgehend frei von Spiel sind, sonst macht das Ganze keinen Sinn. Mein Lenkrad stand immer irgendwie schief beim Fahren. Wie die Spur war, wusste ich gar nicht und das macht man einfach gleich zusammen. Ich habe den Traktor leicht vorne aufgebockt, dass die Räder leicht lenkbar sind und auch drehbar sind. Das hilft einfach, ist aber nicht zwingend notwendig. Als erstes bestimme ich die Mittellage des Lenkrades, indem ich einmal ganz nach links auf Anschlag lenke, merke mir die Position, einmal ganz nach rechts. Beim D15 sind das 3 Umdrehungen und ein bisschen. Dann suche ich mir die Mitte davon, also etwa 1,5 Umdrehungen zurück und das ergibt genau eine Speiche, zeigt genau nach vorne. Ich hätte auch gedacht, das könnte andersrum sein, dass eine Speiche zum Bauchnabel zeigt, aber nö, das ist genauso. In dieser Position verbleibt das Lenkrad. Vielleicht muss man es auch fixieren, dass es einem nicht aus Versehen dann mal verrutscht. Das nächste ist die Spur. Die wird gemessen an der Felge auf Achshöhe, einmal an der Vorderkante und einmal genau an der Hinterkante, also 180 Grad versetzt. Man überprüft vorher, ob die Felge stark eiert. Wenn sie das nicht tut, ist es einfach. Wenn sie es tut, dann macht man das so, dass man sich eine Stelle merkt, der Felge, hier beim Ventil. Hier die Spurweite von rechts nach links misst, dann beide Räder um 180 Grad dreht und dann an der gleichen Stelle an der Hinterkante misst. Dann hat man das ausgeglichen, dass da ein Schlag in der Felge ist. Die Spur wird beim D15 über zwei Lenkstangen eingestellt, eine rechts, eine links. Hier diese Kugelköpfe müssen gelöst werden, dann kann man per ganze Umdrehung die Länge der Lenkstange ändern. Ein D25 hat eine Lenkstange und eine Spurstange, da ist das ein bisschen aufgeteilter. Die Spurstange hier vorne quer stellt die Vorspur ein und die Lenkstange dann die Position des Lenkrades bzw. die Symmetrie. Was ich dann mache ist, ich nehme mir einen Zollstock. Mein Zielwert ist etwa an der Vorderkante der Felge 5 mm enger zu sein als an der Hinterkante der Felge. Ich komme hier auf der Vorderkante auf 1,21,5 m. Und an der Hinterkante ist es ja jetzt schon eingestellt. Schwer zu halten, also umdrehen Zollstock. Das ist schwer zu sehen, sicher. Da komme ich genau auf 1,22 Meter. Das passt. Wie gesagt, ich habe die Kugelköpfe gelöst. Dazu braucht man einen passenden Abzieher. Dann kann man dort die Spurweite einstellen. Jetzt fragt man sich natürlich, rechte Seite, linke Seite, wen muss ich denn jetzt verändern? Und das ist das Thema Symmetrie. Und für die Symmetrie braucht man eine Schnur, eine, egal was für eine, ein paar Meter lang. Die binde ich irgendwo hier am Trecker fest. Nehme dann diese Schnur und spanne sie etwa auf Achshöhe über das Hinterrad. Und führe sie auch auf Achshöhe ans Vorderrad ran, bis sie gerade den Mantel berührt. Dann schaue ich mir an, jetzt muss man warten, bis sich das beruhigt. Man muss sich auch achten, dass man nicht irgendwie an den Nabendeckel hängen bleibt. Dann schauen wir und sehen wir, bei diesem Traktor ist das fast passend. Hier berühre ich, hier ist vielleicht ein 1 mm Luft. Das mag bei jedem Trecker anders sein, was sich da genau ergibt. Der hat zum Beispiel breitere Hinterräder, dann würde ja hier einen Spalt entstehen. Wichtig ist, man misst dann den Abstand zum Mantel, den man dort feststellt. Das Ganze muss einfach nur rechts und links gleich sein. Das ist das Geheimnis. Jetzt gehe ich auf die andere Seite. Ich führe das nochmal rum. Halte die Schnur ran. Auch hier müssen wir ein bisschen auf Schutzblech aufpassen, dass einem das nicht reinlegt. Für das Jan und hier genau das gleiche, vorne berührt, hinten ja dran 1 mm, passt auch etwa, ziemlich gleich. Wenn man das so geschafft hat, dass man sagt, so, es ist symmetrisch und die Vorspur von 5 mm habe ich eingestellt,
dann zieht man die Kugelköpfe fest und macht eine Probefahrt. Bei mir hat das wunderbar gepasst. Das Lenkrad steht jetzt bei gerader Ausfahrt genau mittig. Die Vorspur stimmt. Alles ist super.